Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei Cattle and Cops. Wir bringen jetzt das Gras zum Bohlenstall und das machen wir gleich mal fertig. Das könnte immer noch so ein Tutorial, sammeln Gras und Heu. Aktuell machen wir, das soll Gras sein, ne? Also, sieht aber schon aus wie Heu. Ich meine nicht so genau. Ja, da muss schalten, der Bursche. Haben keine Automatik. Ich wollte es nicht. Optisch, ne? Also, ich kann nicht schalten. Also, ich habe keine Schaltung da. Wäre aber theoretisch. Müsste nur erweitern, müsste zukaufen. Aber schalten, da habe ich keine Hand frei. Schon bei der Maus nimmt man gucken, nicht? Und dann schalten wird dann schwierig. Oder muss ich Innensicht nehmen? Dann ist sicherlich. Aber Eye-Tracking funktioniert auch nicht. Warum, weshalb? Weiß ich noch nicht. Mal sehen. Irgendwann kommt schon mal die Meldung, dass es geht. So, wir fahren jetzt zum Bullenstall. Und dann sehen wir weiter, ne? Was jetzt näher kommt. Vielleicht dürfen wir noch Heu machen und zettern, ne? Also auflockern im Prinzip. Bohlenstall, wie ist das am besten gedacht? Hintenrum, ne? Da muss ich selber gucken. Die sollen ja da. Da ging was mit Abladen, irgendwas war gewesen. Oder ich sag gut aufnehmen, keine Ahnung, irgendwas war gewesen. Ich hab's da nicht so recht so schnell erkannt. Wir fahren in den Bohlenstall, so wie es verlangt ist. So, fahre in den Bohlenstall. Mal gucken, ob wir da sind, ne? What? Einer in der großen Box? Da, Radzeck ist auch da. Und hier Schwalben drin. Das sind Mehlschwalben, also die Mietz ist auch da. So, die soll abladen, ne? Entladenhammer, Stecknadel, ja genau. So. Du weißt nun, wie du frisch gemähtes Gras schwatten aushauen kannst und wie du deine Tiere für das. Aus frischem Gras kann man auch Heu machen. Wie das geht, lernst du im nächsten Tutorial. Aha, okay. Im Grunde ist es so, dem Bohlen ist auch Heu recht, nur... Aber Gras ist, glaube ich, lieber. Muss auch jeden Tag gemacht werden. So. Wir machen gleich zum nächsten Tutorial Heuernte. Wir beginnen gleich mal. Mäuse. Quietschen. Mäuse oder Ratten. Oder beides zur gleichen Zeit. Obwohl, naja, eher nicht, aber einen Sohn stellen auch ganz gerne Ratten unterwegs, ne? Habe ich mal früher selbst erlebt. Gibt kaum Mittel dagegen. Als ich machen kann, ist das Futter unzureichbar zu machen, ne? Also am besten durch Metall Silos zum Beispiel. Ja, in diesem Tutorial wirst du das Wenden von Schwatten mit einem 6 Meter Wender lernen. Um Heu zu produzieren. Zusätzlich benutzen wir das Feld im Fenster, um das Geschwindel. Zusätzlich benutzen wir das Feld-Info-Fenster, um die Feuchtigkeit des Schwatters zu überprüfen. Okay, ist so. Hab's nicht ganz verstanden. Ob Heu trocken oder nass ist, das brauche ich bloß anfassen und sehen, wie es sich anfühlt. Ne? So, einsteigen. Das ist an sich kein Problem. Ich habe früher selber auch Heu getrocknet. Aber, ne? Einen kleinen Rahmen, ne? Mit einem Sensor gemäht und dann mit so einem Heurechenprinzip gewendet. An sich und anhängen. Fahrer zu Feld 15.
Junge. Wir müssen noch zu retten. Ich bin in der Aufnahme, kann ja kein Tier über den Haufen fahren. Wie dieser Hase irgendwo wieder, oder Karnickel oder. Lebensmüde. Aber wie gesagt, die Tiere, die sterben nicht. Also die sind irgendwie da. Da kann man durchfahren, passiert nichts. So, wir fahren immer so Feld 15. Ich meine, klar, wenn es hier meinen lässt, kann man ja abbremsen. Ne? Aber wie gesagt, oft ist das so, wenn die zu spät, dann weiß ja jeder, wenn man schon Wildopfer hatte. Wo ist das Gras hin? Gut, dann fahren wir eine Position, wo er steht, ne? Wo wir hin sollen. Das machen wir gleich. Wie gesagt, Wildumfall der Tiere ist immer unberechenbar. Ich hab's bisher, oh, Klopf auf Holz, ne? Auch Glück gehabt. So. Wieso aufsteigen? Geh hier zu Feld. So. Das Feld-Info-Fenster zeigt dir den Status des Spottes und den Feld an. Ist der Info, wird die. Also in der Info wird dir gezeigt, wie du. Er macht Sport. Wie viel du gemäht hast. Zudem wird dir gezeigt, wie die Gras, das Gemähte gerade trocknet. Der Schwatt hier oben ist in oben und unten unterteilt. Der linke Prozentangabe gibt den oberen vollgekannten Schwatt an. Unter den unteren. Ah, okay. Wie mache ich das? Alt. Und alt. Mal beenden, ich mal, ne? Mit alt. Das gerade oben liegt, trocknet wesentlich schneller als das Gras unten liegt. Mit dem Heuwender wirst du es nun vermutlich das nasse Gras von unten nach oben wendet, damit es nochmal schneller trocknen kann. Diesen Vorgang wiederholt man hin nach Wetter einmal ein bis zweimal pro Tag. Ja, kann man machen, sicherlich, wenn man Zeit hat. Mal alt drücken nochmal. Ah ja, das kann man sehen. Dichter rangehen. Ja, er guckt neugierig, ne? Ja. Der Prozent kann ich zwar nicht durchgucken. Ich kann es nur abschätzen. Rein theoretisch. Also ich würde es anfassen und dann prüfen, ne? Klappe die Wände aus. Und je nach Temperatur. Bei fast 30 Grad, da ist schnell trocken. Und die Mittagszeit ist 12 Uhr, Sonne am höchsten. Da geht schon was, ne? So. Fahr mal rauf. Senk ihn ab. Und Tempomat haben wir nicht. P. Also hier GPS. Und dann machen wir Tempomat an, ne? Sieht ein bisschen komisch aus, aber ist halt so. Ist aber okay. Das Gras wird nur durch den Kreisel des Wenders ausgenommen, gewendet und hinter dem Gras wieder abgelegt. So ist schön. Ja, wir machen weiter, ne? Wende die erste Bahn. Wenn GPS ist eine gute Erfindung. Aber den kleinen Feldern, das ist ja an sich nicht viel. Das ist ja zwei, dreimal. Jetzt zweimal wird wenig, aber viermal muss man durch sein normalerweise. So, schon mal auf S gehen. Anhalten können, ne? Wow, heben. Wechsel auf die zweite Bahn. Das machen wir tun wir gleich mal. Ne? Hier ist es relativ einfach, wie wir einfach starten. Das ist ja eingestellt, ne? Mit GPS. Ne? Das macht er automatisch.
Wir sind spät angeschaltet, okay. Wenn die zweite Bahn, ne? Ach, möglichst darauf, das Gras von der ersten Bahn nicht neu zu erfahren. Ach so, ja. Gut, ich meine, lockern ist lockern, ne? Das wird sie nicht immer vermeiden lassen, denke ich mal. Weil im Realleben ist auch ein bisschen was anderes, ne? Also durch Wind und so. Ich habe früher so gemacht, nach 4 Tagen war es trocken, 3 oder 4. Und wenn das fast trocken war und das drohte ein Gewitterschauer, dann haben wir eigentlich noch schnell das Heu auf den Haufen gemacht und nach Möglichkeit noch in den Heuboden verfrachtet. Den Heuboden auch offen gelassen, damit die Restfeuchtigkeit noch entweichen konnte. Denn es wird dadurch, durch die Restfeuchtigkeit, es kann sehr warm werden und heiß werden und es kann zu Feuer kommen. Der hier zum Beispiel im Gras. Ja, und dadurch ist die Gefahr, wir müssen 4-mal sicherlich fahren. Wie du durch die Feuchtigkeit sehen kannst, hast du das Gras gewendet. Allerdings muss die Feuchtigkeit noch einfach, hast du die Feuchtigkeit nicht einfach umgedreht. Wände arbeiten nicht perfekt und können das Gras nicht zu 180 Grad drehen. Beim Wenden vermischt sich daher das Gras von oben teilweise unten. Das ist auch der Grund, warum der Wendegang mehrfach wiederholt werden muss. Man sollte aber darauf achten, dass der Wendegang nicht zu oft wiederholt, da das Gras sonst immer wieder vermischt und weder oben noch unten effektiv trocknen kann. Naja, ist das logisch. Also muss eine Weile stehen bleiben, ne? Also zur Nacht kann man sicherlich wenden, aber das ist Quatsch, das bringt ja auch nichts. Die Taunässe ist am meisten da und dann wird es allgemein ein bisschen feuchter. Warte bis zum Abend. Es sind nur einige Stunden vergangen. Du kannst die Feuchtigkeit einmal prüfen. Wenn man sehen kann, ist das Bad ein gutes Stück weiter getrocknet. Lass uns einmal wenig warten und sehen, dass Feuchtigkeit sich verändert hat. Achso, okay. Ja, ist immer gut, das geht mit dem Ding nicht, ne? Wenn wir jetzt theoretisch das lesen wollen, dann müssen wir das noch verzichten. In 1,5 Stunden haben wir gewartet. Haben ist das Gras nicht weiter getrocknet. Das liegt daran, dass die Sonne weg ist und die Temperatur nachts häufig sinkt. Ja, ist logisch, ne? Beides ist essentiell für die Trocknung. Wir werden uns am nächsten Tag springen. Also ist ja logisch, ne? Also man sollte sich auch den Wetterbericht anschauen, ne? So, gehe jetzt zum gewendeten Gras. Wo haben wir jetzt? Achso, zum ungewendeten Gras, okay. Wenn du dir die Feuchtigkeit des ungewendeten Grases ansiehst, erkennst du im Effekt des Wendens. Das Gras oben liegt zwar gut getrocknet, allerdings ist das Gras unten noch sehr feucht. Das durchschnittliche Feuchtigkeit des Wendens ist schon ein gutes Stück niedriger. Heu wird eben von 40% als lagerfähig bezeichnet. Beim Heu machen solltest du darauf achten, dass maximal 40% Feuchtigkeit hat, bevor du Ballen presst und mit den Ladebanken sammelst. Ja, das ist logisch. Aber wie gesagt, früher wurde das alles per Augenschein gemacht, ne? So. Öfter das Fenster, alt geht jetzt nichts, weil ja diese Anzeige da ist. Wenn du dir die Feuchtigkeit des ungewendeten Gras ansiehst, erkennst du den Effekt des Wendens. Das Gras um die Zirkulatur. Achso. Da wollen wir doch wegmachen. So. Machen wir jetzt mal alt, ne? 8 bis 13 und ist es bis zu 50. Ist hier auch so? So. 9 und 42. Ja. Eigentlich noch recht nass.
So, gehe, steige in Aktion 30 ein. Ja, das trocknet nicht an meinen Tag, nee, das wird nichts. Fahre zur ersten Bahn. Dauert mindestens 3 Tage, je nachdem Wetter ist, ne? Also Wind ist was günstiges, ne? Und wie gesagt, man sollte sich schon die Vorhersage anschauen. Sonst kann es sein, P und anschalten, können wir schließen und Tempomat, hier machen wir neu. Wir müssen hier halt Geduld haben, ne? Das ist ja so Heu, das muss passen, sonst ist das eher ungünstig. Das ist Folge Nummer 2 und einen schönen Sonntag, auch wenn die Folge fast zu Ende ist. Aber die Bahn machen wir so fertig und die zweite Bahn, schau mal, sehen wir, die Bahn machen wir fertig. Und da geht es halt morgen weiter hier im Tutorial, ne? Heu und Gras, ne? Wir werden die erste Bahn ja, bei mir ist gleich Mittag und ich muss mal zuerst kommen. Ich krieg langsam Hunger. So, wir haben fertig, hebe den V80 an, machen wir. So, liebe Schauer, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Ich sag mal schön Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht es weiter mit der nächsten Bahn, ne? Dann sagt mal tschüss und ciao ciao. Bis dann und winke winke. Tschüss.